Hallo, ich bin der Gerhard und das hier ist meine Praxisperspektive. Ich studiere Produktmarketing und Innovationsmanagement. Wir beschäftigen uns einerseits mit Kampagnen, die rund um Marken gestrickt werden und der ganzen Kommunikation, die rund um eine Marke auf den verschiedenen Touchpoints passiert. Und andererseits beschäftigen wir uns sehr viel mit Innovationen. Wir versuchen dabei, Trends der Zukunft zu analysieren, uns mit aktuellen Trends zu beschäftigen und versuchen herauszufinden, was für Innovationen diese Trends für die Gesellschaft möglich machen und was für Innovationen uns in Zukunft beschäftigen werden. Das war ganz klar unsere Studienreise nach New York. Wir hatten die einmalige Möglichkeit, in einer Agentur in Manhattan zu arbeiten und dort für ein Beauty-Produkt, ein sehr exklusives Beauty-Produkt, ein Branding- und Kommunikationskonzept für die Markteinführung in New York zu erstellen. Jedes Semester treten verschiedene Firmen an die Arme heran und stellen uns Studenten unterschiedlichste Aufgaben. Das kann sein ein Marketingkonzept, das kann ein Innovationsprojekt sein oder ein Produktentwicklungsprojekt. Und unsere Aufgabe ist es dann, diese Projekte oder Konzepte zu entwickeln und dann beim Kunden zu präsentieren und ihn davon zu überzeugen. Für jeden, der auf dieser Welt etwas verändern will. Relevanz, Konsequenz, Glaubwürdigkeit und Klarheit. Das Wissen, wie man Innovationen gezielt hervorbringt, managt, fördert und dann im Anschluss vermarktet. Durch unser extremes Fachwissen, das wir hier anhäufen im Bereich Branding und Marketing, haben wir gelernt, Marken zu verstehen und Kommunikation entsprechend zu verstehen und wissen, wie man die in Zukunft auch einsetzen kann. Alles ist möglich.